dieser Nachbar, so viel verdient er doch gar nicht. Und jetzt holt er sich noch ein Ferienhaus? Ich bin Kolja Saas, ich bin Geschäftsführer der Bestens Beraten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung. Ferienimmobilien sind mega im Trend, lesen wir auch im Haus- und Grundbesitzermagazin aus dem Juni 2024. Aber wie finanziere ich sie denn richtig? Das Haus- und Grundbesitzermagazin hat das in seinem Artikel wirklich problematisiert. Hier gab es ganz wilde Empfehlungen. Ja, man könnte ja einen Businessplan schreiben für die Vermietung der Ferienimmobilie und dann das über eine ausländische Bank dann in dem Land, in dem man die Ferienimmobilie kauft, finanzieren. Wir machen das ganz anders. Und zwar die allermeisten, die in den Luxus einer Ferienimmobilie kommen, haben in der Regel in Deutschland schon abbezahltes oder fast abbezahltes Immobilienvermögen. Genau wie unsere Darlehensnehmer, denen wir das diese Woche finanziert haben. Hier haben wir eine Ferienwohnung finanziert im Süden. Und zwar hat die gekostet 180.000 Euro. Haben wir finanziert über die abbezahlte Eigentumswohnung hier der Darlehensnehmer, die ungefähr 300.000 Euro wert ist. Und das Ganze zu Hammerkonditionen und der Rate unter 700 Euro. So kann sich der Nachbar es leisten, günstig in seine Ferienimmobilie zu kommen.